erster Spieltag. Unser BFC Dynamo besiegt zu Hause den Greifswalder FC mit 5:0. Dreifacher Torschütze Christian Beck, unser Gästetrainer Herr Barek, zuerst seine Möglichkeit, die Fazit zu ziehen. Ja, ich kann es ganz kurz halten. Ich denke, es war für alle offensichtlich in der ersten Halbzeit, dass gefühlt jeder Torschuss, jeder Kopfball des Gegners dann ein Treffer war, dass wir das schlecht bzw. gar nicht verteidigt haben und dass wir auf der anderen Seite diese Möglichkeiten, die wir auch hatten, denke ich, in der Halbzeit zumindest einen Treffer zu machen, nicht genutzt haben. Dann war das Spiel zur Halbzeit schon entschieden und dann ging es darum, in der zweiten Halbzeit Charakter zu zeigen. Ich denke, dass wir das dann auch getan haben, dass wir uns ordentlich in der zweiten Halbzeit präsentiert haben, uns nicht hängen lassen haben und trotzdem hat Dynamo dann mit einer, vielleicht zwei Torchancen, dann trotzdem den einen Treffer gemacht, der uns im ganzen Spiel nicht gelungen ist und deswegen haben wir auch 5:0 verloren. Danke, dein Fazit, 90 Minuten, 5:0. Ja, erstmal kann man das natürlich so analysieren, aber ich glaube schon, dass wir in der Vorbereitung auf dieses Spiel den Gegner sehr, sehr ernst genommen haben. Wir haben uns sehr intensiv darauf vorbereitet, dass eine Mannschaft kommt, die auch einen sehr guten Lauf hatte und auch wahrscheinlich wieder hat irgendwann. Eine Mannschaft, die gestern schon angereist ist, um das Spiel maximal ernst zu nehmen. Und ich möchte erst einmal meine Mannschaft loben für die Meter gegen den Ball, die sie gemacht hat. Dass daraus dann immer Hochballeroberungen folgen und dann Umschaltsituationen und auch viele Standardsituationen nach Fouls. Das hat uns geholfen, dass Beckus drei Tore macht. Das gönne ich ihm vom Herzen, weil ich habe ihn seit, würde ich mal sagen, seit 3-4 Monaten fast immer ein- oder ausgewechselt und ein Spieler mit seinem Torjägerinstinkt, wie er das hingenommen hat, auch mal nicht zu spielen, auch mal jungen Spielern Vortritt zu lassen. Das ist heute für ihn die Belohnung und das ist, da habe ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ne? Mich freut es aber ganz besonders für die Fans heute, denn wir haben in jedem Spiel eine brutale Unterstützung und das war so ein Sieg richtig für die Fans heute. Und möchte ich es auch bei einem Setback verlassen. So, vielen Dank für den beiden Trainer für Ihr Fazit. Gibt es Fragen seitens der Presse? Eigentlich nur die Frage nach David Haider, der habe ich heute ja vermisst in der Aufstellung. Da muss ja noch was passiert sein oder so. Er hält nur oder irgendwas Schlimmeres? Nee, wir haben diese Woche benutzt, um nochmal so ein bisschen intensiv zu arbeiten, weil wir jetzt viele englische Wochen miteinander haben im Pokal und wir müssen natürlich sehen, dass wir ja dann wahrscheinlich auf einem relativ engen Platz in Lichtenberg mit unseren Zweikampftieren spielen können. Er hat jetzt ein bisschen über Gesäßmuskelprobleme geklagt, eine leichte Zerrung. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass das dann zum Muskelfaser wird, deswegen haben wir ihn heute geschoben. Ansonsten, die Flanken kamen heute ja auch goldrichtig, sowohl Klump als auch Siebeck haben, glaube ich, die Vorlagen der Kopfballtore von Text gemacht. Hast du diese Woche speziell noch dran gearbeitet? Oder wirst du mir jetzt sagen, ist sowieso immer ein Standardprogramm, was wir versuchen, mal klappt es besser, mal nicht so gut? Also ich will mich nicht loben jetzt, das ist völliger Quatsch, aber wir haben es wirklich die Woche extrem viel trainiert. Weil wenn du mit Beckus spielst, brauchst du halt auch diese englischen Bälle in die Box, weil er da einfach ein Turm in der Schlacht ist und das haben wir wirklich trainiert. Aber dass das so gelingt, ist ja klar, ist ja Wunschdenken. Aber man hat beim Warmmachen schon gesehen, dass alles, was der Beckus berührt hat, drin war. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass er diese gute Frühform heute vorm Spiel ins Spiel transportiert. Und er war auch relativ gut beweglich nach hinten und in der Abwehrarbeit unterwegs, fand ich heute. Ich habe schon andere Spiele gesehen, ich habe mir das selber auch gerade in den Kopf geschmissen und so, das ist jetzt keine Kritik an ihm, sondern er ist grinst und sagt auch, ja, mal läuft's, mal läuft's nicht. Ja, dass das nicht seine Art ist, Balleroberungen zu kreieren und dann schnell umzuschalten, glaube ich, das weiß jeder, der schon mal vom Ball getreten hat. Aber wenn ich sehe, dass er beim Stand von 3 oder 4:0 in der Mittellinie 40 Meter sprintet und den Ball jetzt ausgrätscht, das hat ja Signalwirkung für alle anderen, die das eigentlich serienmäßig müssen machen. Und ich möchte auch mal Alex Siebert mal loben an der Stelle, was der Junge läuft, jedes Spiel immer fast 13 oder 13,5 Kilometer manchmal. Das sind am Ende dann die Jungs, die sich dann nicht so oft in die tollen Jägerliste eintragen können, aber wenn du siehst, was die marschieren, das ist genau der Weg, den wir gehen werden. Gibt es noch weitere Fragen, Herr Presse? Nee, dann möchte ich das damit auch belassen. Wir sehen uns am Donnerstag zum Auswärtsspiel beim SV Babelsberg 03 um 19 Uhr und am Montag geht es weiter im Pokalhalbfinale. Erstmal vielen Dank und schönen Sonntag noch den Gästen eine gute Heimreise. Danke. So, mach's gut.